Das heilige Evangelium steht geschrieben bei St. Matthäus im 10. Kapitel. Ehre sei dir, Herr. Jesus sprach zu den 12 Jüngern: Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird an das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht 2 Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Gelobt seist du, Herr Jesus. Lob sei dir, o Christi. Am 25. Juni 1972 schlossen sich hier in Deutschland die verschiedenen freien lutherischen Kirchen zur selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche zusammen. 50 Jahre ist das nun genau her und wird an diesem Wochenende entsprechend auch gefeiert. Ja, natürlich haben wir viele Gründe, dafür dankbar zu sein, dass es die selbstständige evangelisch-lutherische Kirche gibt. Ja, dass sie in diesen vergangenen 50 Jahren für so viele Menschen auch zu einem geistlichen Zuhause geworden ist. Doch nun, 50 Jahre später, richten wir unseren Blick natürlich nicht nur zurück, sondern zugleich auch nach vorne. Wie wird es mit dieser Kirche in Zukunft weitergehen? In den vergangenen 50 Jahren ist die Zahl der Kirchglieder um 40% zurückgegangen. In den letzten Jahren mussten und müssen immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden, weil es nicht mehr genügend Pastoren gibt. Ja, wie soll es mit dieser Kirche und überhaupt mit den Kirchen in Deutschland eigentlich weitergehen? Immer wieder wird behauptet, wir müssten die Kirchen in Deutschland so verändern, dass sie besser an die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen angepasst sind. Die Kirchen sollten nur noch das sagen und machen, was den Menschen in unserem Land gefällt, was ihnen einleuchtet, was sie gut finden. Sie sollten vor allem alles vermeiden, was Menschen verärgern könnte, worüber sie sich aufregen könnten. Nett und freundlich und kuschelig sollen die Kirchen sein, dass man sich in ihnen so richtig wohlfühlen kann. Dann, ja dann, so hoffen viele, würden die Kirchen auch wieder anfangen zu wachsen. Im heiligen Evangelium dieses Festtages zeichnet uns Christus, unser Herr, ein ganz anderes Bild von der Zukunft der Kirche, als wir es hier in Deutschland uns ausmalen mögen. Er kündigt nicht an, dass die Kirchen von Erfolg zu Erfolg eilen werden, dass ihre Zustimmungsquoten in der Gesellschaft immer weiter wachsen werden. Er kündigt im Gegenteil den Christen an, dass sie damit rechnen müssen, um ihres Glaubens willen nicht nur angefeindet, sondern getötet zu werden. Das, so macht er es deutlich, ist die Normalsituation der Kirche, nicht die, dass Gemeinden finanziell und rechtlich gut abgesichert sind und sich nur darüber Gedanken machen müssen, wie sie sich am besten den neuesten gesellschaftlichen Strömungen anpassen können. Ja, so macht es uns Christus hier deutlich. Eine Kirche, auch eine lutherische Kirche, hat keine Zukunft, wenn sie nicht mehr weiß, was eigentlich das Ziel und der Richtpunkt all ihres Redens und Handelns ist. Es geht nicht um die Zustimmung unter den Menschen, nicht um zahlenmäßige Erfolge, sondern allein um die eine Frage, ob und wie wir einmal im letzten Gericht Gottes bestehen werden. Wenn das letzte Gericht Gottes nicht mehr der entscheidende Richtpunkt für alles ist, was in der Kirche geschieht, dann verschieben sich in ihr alle Maßstäbe. Dann fragt man sich nur noch, wie beliebt oder anerkannt man ist. Dann orientiert man sich daran, was andere Menschen über die Kirche oder über einen selber denken.
Jesus Christus macht uns hier deutlich, was allein uns in diesem letzten Gericht Gottes retten wird. Nicht unsere Beliebtheit bei anderen Menschen, nicht unsere guten Taten, die wir getan haben, sondern allein unser Bekenntnis zu unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und dieses Bekenntnis ist keine Selbstverständlichkeit. Mit diesem Bekenntnis riskieren Menschen immer wieder ihr Leben. Das war vor knapp 500 Jahren so, als auf dem Reichstag in Augsburg einige Fürsten des Deutschen Reiches dem Kaiser ihr Bekenntnis vortrugen, das sie als die Wahrheit der Heiligen Schrift erkannt hatten. Als sie dieses Bekenntnis vortragen ließen, reckten sie dabei ihre Hälse nach vorne und machten damit deutlich, für dieses Bekenntnis sind wir bereit, uns unseren Kopf abschlagen zu lassen. Als vor knapp 200 Jahren der preußische König Friedrich Wilhelm III. Die lutherischen Christen in seinem Land dazu zwingen wollte, sich seiner neuen evangelischen Kirche anzuschließen und das Bekenntnis zur wirklichen Gegenwart von Leib und Blut Christi im Brot und Wein des heiligen Mahles aufzugeben, da ließen sich Gemeindeglieder und Pastoren verhaften, riskierten ihre berufliche Existenz, trafen sich heimlich in Hauskirchen, weil sie nicht dazu bereit waren, ihr Bekenntnis zu Jesus Christus und seiner leibhaftigen Gegenwart im heiligen Mahl aufzugeben. Und während wir heute hier in Steglitz ganz bequem unsere Gottesdienste feiern, riskieren Christen in vielen Ländern dieser Welt, vor allem in muslimischen Ländern, ihr Leben, wenn sie zum Gottesdienst zusammenkommen. Sitzen Christen im Gefängnis, weil sie sich nicht vom Bekenntnis zu ihrem Herrn Jesus Christus abbringen lassen. Ihnen allen, den Bekennern von Augsburg, den Vätern und Müttern unserer lutherischen Kirche vor 200 Jahren und nicht zuletzt all denen, die heute um ihres Glaubens willen verfolgt werden, war und ist klar: Das Wichtigste in unserem Leben ist nicht, dass wir ein schönes und bequemes Leben haben. Das Wichtigste ist allein, dass sich am Ende einmal Christus selber zu uns bekennen wird, vor seinem und unserem Vater im Himmel. In den Entscheidungen deutscher Behörden und Gerichte, konvertierte Christen wieder in ihr muslimisches Heimatland abzuschieben, heißt es immer wieder: Es widerspricht aller menschlichen Erfahrung, dass Menschen dazu bereit sind, für ihren Glauben ihr Leben zu riskieren. So dumm ist doch keiner, dass er sich für sein Bekenntnis zu Jesus Christus in Gefahr bringt, sein Leben in Gefahr bringt. Im Zweifelsfall ist doch jeder Mensch klug genug, seinen Glauben zu verheimlichen und zu verleugnen, wenn ihm das Nachteile einbringen würde. Doch Jesus sagt hier im Heiligen Evangelium genau das Gegenteil. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Ich bin dankbar für unsere Schwestern und Brüder aus dem Iran, aus Afghanistan und Pakistan, die mit ihrem eigenen Leben den Menschen hier in Deutschland bezeugen, wie wichtig das Bekenntnis zu Jesus Christus für sie ist. So wichtig, dass sie dazu bereit gewesen sind und auch jetzt noch dazu bereit sind, für dieses Bekenntnis alles aufzugeben, was sie hatten, ja, ihr Leben in Gefahr zu bringen. Von den staatlichen Organen mögen sie dafür oft genug verlacht werden. Doch sie wissen, dass das Urteil Gottes für sie allemal wichtiger ist als das Urteil von Menschen, ja auch das Urteil deutscher Gerichte. Ja, wir dürfen an diesem 50. Geburtstag der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche von Herzen dankbar sein für unsere Schwestern und Brüder, die den Weg aus dem Islam zum christlichen Glauben gefunden haben. Nicht deshalb, weil sie unsere kirchlichen Statistiken aufhübschen, sondern weil sie uns deutlich machen, was in der Kirche wirklich zählt. Christus und das Bekenntnis zu ihm. Christus und die leibhaftige Begegnung mit ihm im heiligen Mahl. Dankbar dürfen wir für unsere neuen Brüder und Schwestern sein, weil sie uns mit ihrem Leben deutlich machen, dass der christliche Glaube niemals nur ein nettes Hobby sein kann, sondern immer eine Sache auf Leben und Tod bleibt.
und nur eine Kirche, deren Glieder dies bezeugen, dass sie für ihr Bekenntnis mit ihrem Leben einstehen, wird schließlich auch in den Augen der Außenstehenden glaubwürdig und attraktiv erscheinen. Genauso erleben wir es ja jetzt schon im Iran. Und vielleicht müssen wir auch hier in Deutschland als Kirche erst noch auf viel mehr Privilegien verzichten, bevor wir auch hier in diesem Land wieder mit unserem Bekenntnis als glaubwürdig wahrgenommen werden. Doch unsere Aufgabe ist es ohnehin nicht, die Zukunft der Kirche zu retten. Die liegt ohnehin ganz in der Hand unseres Herrn Jesus Christus. Unsere Aufgabe ist es allein, Menschen immer wieder auf den zu verweisen, der sie einmal allein im letzten Gericht Gottes retten wird, auf ihn, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Gott geb's, dass diejenigen, die schon länger Glieder unserer lutherischen Kirche sind, sich von unseren neuen Gemeindegliedern ermutigen lassen, das Bekenntnis zu Jesus Christus wieder neu wertzuschätzen. Und Gott geb's, dass unsere neuen Gemeindeglieder sich hier in Deutschland gerade nicht an das gesellschaftliche Klima anpassen und ihren christlichen Glauben nur noch als ein nettes Hobby pflegen, wenn sie mal wieder Zeit haben und die Außentemperaturen für einen Kirchenbesuch angenehm genug sind. Vergessen wir es nicht. Es geht in jedem Gottesdienst, den wir hier feiern, um Leben und Tod, ja um Rettung vor dem ewigen Tod. Ja, genau das will Christus doch. Und darum ruft er uns zu, fürchtet euch nicht, nicht vor der Zukunft, nicht vor den deutschen Gerichten, nicht vor denen, die euch um eures Glaubens willen bedrängen. Fürchtet euch nicht, ihr seid kostbar in Gottes Augen, so kostbar, dass er seinen Sohn für euch in den Tod gegeben hat. Wie sollten wir uns da nicht fröhlich zu ihm bekennen? Amen.